Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stream Simulator. Wieder mit dabei ist Lukas. Nein. Okay, Lukas ist nicht mit dabei. Doch, Hallöchen. Und spielen wir diesen Simulator nicht eigentlich öfters? Also in echt halt. Weil wir streamen ja öfters mal. Ich spiele den jeden Tag. Ja, fast jeden Tag. Was? Es gibt auch mal Tage, da muss ich mir so ein bisschen Urlaub nehmen. So. Also keine 30 Millionen Videos aufnehmen. So, wir haben jetzt schon 4 Millionen, okay. Also wenn wir uns jetzt doch den... Wenn wir jetzt noch ein bisschen sparen, können wir uns den nächsten Laptop holen. Für 6 Millionen, 3 Millionen. So, jetzt können wir... Achso, wir können, hier gibt es ja auch noch einen Shop. Stimmt, hier gibt es ja noch bessere Laptops. Der ist teuer für dich. Das ist dann natürlich blöd. Aber nur mal so Spaß, wie teuer? 6B. Aha, 6B. 75B, ja moin. Den habe ich mir gerade gekauft. Vor allem, die nächste Welt kostet 30 Millionen, gell? Ja. Und in der Welt vor den 30 Millionen... Was? Ich lass mal einfach unkommentiert. Kann sich jeder seinen Teil denken. Es gibt auch in der Welt für 750B einen Computer für ein Quark. Obwohl die nächste Welt gerade 50C kostet. Ich sag dazu nichts. So, ich habe jetzt auch diesen goldenen Laptop. Und also ich stelle mir auch gerade die Frage. Moment mal, wenn ein Laptop besser wird, weil man das Gehäuse in einem anderen Material macht. Ja krass, ich mach mein Plastikgehäuse einfach zu Stahl und bumm, habe ich eine bessere Leistung. Ich stell dir mal vor, das wird in echt gehen. Ah, ich glaube, den Laptop aus der Welt schon. Lol. So, wir sparen jetzt. 45k. Wir sparen jetzt auf 30 Millionen. Und dann neue Dimension. Oh, hier ist irgendwie so eine Schneefrau. So. Glaubst du, es gibt am Nordpol Internet? Oder, nee, nicht Nordpol. Wird denn, ich weiß nicht, lebt man am Nordpol Forscher? Nee, ich glaube, am Südpol. In der Antarktis. Da was glaube. Glaubst du, dort gibt's Internet? Ich denke mal schon. So, hier haben wir einen Schneemann. So. Okay. Ich weiß nicht, wir sollten es so langsam mal haben. So. Okay. Und nochmal verkaufen.
Okay, wir haben jetzt genug für die neue Dimension. Wie viel kostet da das? Ich glaube, ich spiele einfach, während du spielst, ein bisschen Bad Boss. Genau, mach das. Ich glaube, in der Party und gib dir ein paar Tipps. Was kostet in der nächsten Dimension hier? Was ist denn hier das Ei? Ach, da. 7 Ei. 7 Millionen. Glaube ich. Okay, so. So heißt, wir können uns jetzt das nächste. Ah, da. Das nächste Ei holen. Hä? Das ist irgendwie gerade ein bisschen blöd, weil ich hatte diese Prozente, ich habe den schlechtesten. Gerade in meinem Gesicht. Okay. Ist der schlechteste gut? Ja, der ist besser als mein bester, wenn ich wüsste, was mein bester ist. Hast du irgendein Shiny gemacht? Ich habe, also in meiner. Also ich habe gerade nur Shinies ausgerüstet. Okay, der ist deutlich besser. Der, also mein bester oder meine besten, ich habe glaube 3 davon, haben 5,4 und der hat einfach mal 9. Und mal 15 Geld und die haben meine besten mal 6. Ja, moin. Equip best. Geil. Okay, da müssen wir jetzt allerdings wieder zum Cell. So, warte, Cell ist. Ne, wir müssen zum Upgraden, so. Und das nächste Internet kostet. 750. Geht doch. Ja, moin, 250 Millionen. Ja, alles klar. Okay, jetzt müssen wir nur dort ein paar Eggs ziehen und dann. Ach, wartet, wir können uns ja teleportieren, stimmt ja. Alter, wie viel Aufrufe ich kriege. Krass. So, ich glaube, ich krieg's nicht mal hin, den hier komplett abzubauen oder abzuschauen. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. So. Automatisch. So. Mal schauen. Epic. Wenn der schlechteste schon einen mal 15 Geldboost hat, wie viel hat dann Epic? Und wie viel hat dann mythisch? Oder mystisch? Ja, wobei ich glaube eher so viel. Unterscheiden die sich, glaube nicht. Wir können ja mal gucken. Also bei den kleinen hier unterscheiden die sich ja nicht großartig beim ersten Eck, aber jetzt hier denke ich mal ist der Unterschied höher. Okay, normal ankommen oder nee, das ist ja noch ein anderer ankommen hier. Uma 10, okay, also einmal mehr, ja, ist gut. Warte, erstmal Craft All. Dann Equip Best. Hier Legendary sollte das sein. Hat mal 30 Geld Boost. Ja, moin. Und stellt euch vor, den würde man jetzt upgraden. Und abgebaut. So.
So. Alter, hab ich viel. Okay, die nächste Welt, also die dritte, oder nee, die vierte, kostet 3 Jahre später. 25 B. Sagst du, 3 Jahre später, weil es so lange dauert, dahin zu rennen? Ja. Der Rang macht halt, dass du schneller bist. Das ist ja natürlich cool. Deswegen habe ich mir den Rang auch geholt. Na gut, ich rebirfe mal. Man kriegt jetzt auch 2 Zuschauer oder Aufrufe. Nee, man baut die Sachen zweimal so schnell ab. Okay. Na gut, das heißt ja quasi doppelt. Im Endeffekt, so viel verliert man gar nicht. Man verliert ja nur die Welten, was jetzt nicht so schlimm ist. Man verliert alles außer Pets. Ja. Ich vermisse das aber wirklich nicht. So. Gut. So. Ja, okay, das. Okay. So, da haben wir den hier gleich auch abgebaut. Und wenn wir jetzt verkaufen, müssten wir ja schon mega viel Geld bekommen. Vielleicht sogar schon 1 Million. Ja, immer 1,5. Okay. Also was Laptop angeht, bin ich gleich wieder auf dem alten Stand. Und was Speicherkapazität angeht, bin ich auch gleich wieder auf dem alten Stand. Also man merkt halt keinen Groß, also Rebirths lohnt sich schon. Und man kommt halt auch schnell wieder auf die alten Stände. So. Nächste Dimension und hier einmal abbauen. So. Also ich glaube, diese Runde ist etwas traurig. Ja, warum? Der letzte Gegner, den ich habe, ist einer, der sein Bett verteidigt, als wäre im Dritten Weltkrieg. Und der hat noch nicht mal Rüstung. Während ich hier mit Diamantrüstung rumrenne. Also würde ich jetzt noch Diamanten holen, wäre ich irgendwie 7-mal so stark wie er? Oder 10-mal? Ja, moin. Das Traurige ist bei ihm, der hat sich nur der hatte 200 Eisen oder so, kauft sich aber keine Rüstung. Kann sein, dass der die. Kann sein, dass er macht ohne Rüstungschallenge. Vielleicht. Wenn ja, wäre das aber doof, weil. Ja. Der Typ, der kann nicht mal normal bauen.
Anstatt dass er einfach diagonal direkt hinbaut, baut er erstmal da lang, dann da lang, dann da lang. Vielleicht er baut halt eher gerade. Vielleicht ist das ein Handyspieler. Bei ihm wird das Xbox-Logo angezeigt. Achso. Auch wenn das ein Handyspieler wäre, er könnte trotzdem sich Rüstung holen. Hm. Na gut, das stimmt schon. Vielleicht spielt er hat 100 Eisen bei sich. Ja, moin. Vielleicht spielt er aber auch allein. Oder, also, ja, allein spielt er bestimmt. Aber vielleicht spielt er das erste Mal so rum. Na gut, aber wieso sollte er sich dann Eisenschwert holen und wüsste, wie man sprintet? Ja, gut. Hm. Also ich glaube, man merkt schon, ich bin ein bisschen... Keine Ahnung. So, wir haben jetzt... Also wir haben uns jetzt wieder... Oh, er hat sich endlich Lederrüstung geholt! Ich bin jetzt wieder auf dem alten Stand. Der Typ hat sich ernsthaft einen Bow geholt, aber keine Pfeile. Hm. Ah, jetzt hat er sich Pfeile geholt. So, ich würde sagen, wir ziehen nochmal ein paar Eier. Okay, der Typ ist wirklich lost. Hä, warum? Er ist ins Void gelaufen. Ich stand so neben dem, guck so, was er macht, gib ihm Pals, damit ich ihm ein Zeichen gebe, los, renn weg, verteidige dich. Was macht er? Er rennt ins Void. Hm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Xbox ist, aber bei mir beim Laptop ist das auch manchmal, dass dann, dass ich keine Taste drücke, aber dass ich trotzdem weitergehe im Spiel. Aber weiß ich halt nicht, wie es bei Xbox ist. Eigentlich nicht. Außer wenn man komplett lost ist und sein Controller kaputt schmettert. Naja, so, also wir gucken mal kurz, was wir gerade gezogen haben aus dem schönen Ex. Ich würde sagen, wir craften mal all. So, und nun equip best. Okay, mal 20, also der Legendary hat sich nicht geändert. Ich find's cool, ich renn so weg, der Typ fährt einfach random ins Void. Ach, du hast es Lanky Fox? Oder Lanky Box? Ja. Was? Hä? So. Er ist ins Boden gefallen, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, ich sag mal so, wenn man einen Gegner hat, der sich so schon selbst Schachmatt setzt. Mal 15.000 HP, 50.000 HP, so rum. Ja gut, ich bin gerade am überlegen, was wir uns noch holen können. Ich denke aber mal eher, so viel können wir uns eh nicht mehr holen. Ja. Okay, mal schauen, wie viel Geld haben wir jetzt. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen in der nächsten Folge noch mal ein paar Eggs. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Und damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.